den Wohlfahrtsverbänden im Landkreis Biberach. Achso, bevor ich vergesse, Sie bekommen meine Präsentation im Nachgang ausgekommen, dass ich das wir haben uns zusammengeschlossen im Landkreis Biberach, Caritas und Diakonie, um wirklich flächendeckend im Landkreis Ehrenamtsbegleitung gewährleisten zu können. Also seit 2015 verstärkt sind wir dort unterwegs mit 5 Kollegen auf Seiten der Caritas, zu denen ich gehöre, und mit 3 Kollegen auf Seiten der Diakonie. Und was uns einfach wichtig ist, Sie kennen diesen sexy Titel Ehrenamtskoordination. Es wurden ja immer wieder Gelder freigeschaltet, die Koordination, der Koordination, der Koordination, die nächste Koordination. Wir wollen nachher über den Integrationsmanager und Sinn und Unsinn mit uns sprechen. Wir im kirchlichen Bereich benutzen diesen Begriff nicht. Ich sage Ihnen auch, warum. Wir glauben nicht, dass Sie Koordination brauchen. Wir alle bringen den Hintergrund mit, die wir Sie begleiten, aber wir brauchen Sie nicht koordinieren. Sie haben alle selber einen Beruf, Sie haben alle Lebenserfahrung, Sie haben sich bezogen auf den Flüchtlingsbereich schmerzhaft auch eingearbeitet. Ich werde Sie mit Ländern politisch herleiten. Die letzten 2 Jahre waren für Sie hartes Brot, was hoffentlich auch noch entsprechend wertgeschätzt wird. Bislang steht sie aus meiner Sicht noch aus. Sie haben sich mühsam reingefuchst. Aus meiner Sicht ist es auch zumindest fragwürdig, in diesem Bereich von Ehrenamt zu sprechen. Ich werde Sie Ihnen gleich noch herleiten. Sie haben eine andere Qualität von Ehrenamt. Ja? Wenn Sie im Musikverein Notenwart sind, das ist sicherlich eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Aber Sie sind anders angefragt, wie wenn Sie im Flüchtlingsbereich ehrenamtlich tätig sind. Kein anderes Ehrenamt ist politisch so aufgeladen, kein anderes Ehrenamt fordert Sie so mit allem, was zu Ihnen gehört an. Denken Sie an Rückführungen oder nennen wir das tatsächlich auch Abschiebung. Ja? Das macht was mit Ihnen. Denken Sie an die Schicksale, die Sie tagtäglich begleiten. Und so sehen auch wir unsere Aufgabe. Wir sind nicht unterwegs nach dem Motto, ich weiß, wie es geht. Hier müssen wir auch zurückfragen, wer hat denn hier überhaupt Erfahrungswerte? Das haben Sie überall. Wenn Sie als Bezugspunkt 2015 nehmen, den Herbst 2015, wir hatten doch keine Erfahrung. Meine Kollegen und ich haben wöchentlich einen Fall auf dem Tisch, den wir so noch nicht hatten. Es ist für uns alle ein Lernfeld, ob Haupt- oder Ehrenamt, egal in welcher Rolle wir unterwegs sind. Und es, wie gesagt, ploppt jeden Tag ein Fall auf, wo wir so noch nicht hatten. Und es ist auch, das wollte ich Ihnen gleich auch zeigen, Sie wissen es, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das nochmal bewusst macht, ein Feld mit hoher Eigendynamik. Was heute Gültigkeit hat, muss morgen so nicht nochmal stimmen. Wir hatten im Jahr 2016 4 Veranstaltungen mit dem verantwortlichen Amtsleiter im Landratsamt zum Thema, unter welchen Bedingungen darf ein Geflüchteter ausziehen. Daran merken Sie, wie viel Druck da drauf ist, wie viel Dynamik da drauf ist. Noch eine kurze Sache, bevor wir einsteigen. Verstehen Sie meinen Vortrag heute bitte nicht so, das hoffe ich, dass ich mir das deutlich machen kann. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen, wir, salopp gesagt, wurschteln auch vor uns hin. Wir haben die Erfahrungswerte nicht, wir versuchen die Strukturen, die wir haben, zu nutzen. Das soll sich ja am Machbaren erfreuen. Einiges von dem, was ich Ihnen vorstellen werde, werden Sie sagen, das weiß ich doch eigentlich schon. Es ist ein Unterschied, ob man etwas so weiß im Hinterkopf hat oder ob man es sich wirklich auch bewusst macht und danach im Alltag umsetzt. Verstehen Sie es bitte nicht so, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Ich möchte es Ihnen vorstellen, verstehen Sie es als Impulse und nutzen Sie das, ziehen Sie das für sich raus, wie Sie sagen, das ist für mich in der Situation, wo ich gerade stehen durfte. Verstehen Sie bitte so meinen Vortrag. Ich möchte Ihnen kurz herleiten, der Auftrag für mich war Probleme und Herausforderungen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Mein Problem ist die Zeit. Ich darf nur eine Stunde mit Ihnen ins Gespräch kommen. Jetzt merken Sie, ich spreche sehr schnell, das heißt, ich habe die Chance, einiges einzupacken. Wenn es Ihnen zu schnell geht, signalisieren Sie mir das bitte in irgendeinem Raum, dann reiße ich mich zusammen und spreche. Ich glaube aber trotzdem, dass wir 3 Folien Anlauf brauchen, um es etwas zu verorten. Ich würde Ihnen gerne ins Ursachenkette nochmal den Status quo zur Orientierung. Was hat uns denn hierher gebracht von 2015 bis hierher? Wo stehen wir gerade? Dann würde ich Ihnen das Spannungsfeld Ehrenamt nochmal gerne aufmachen und mit Ihnen speziell das Thema Nähe- und Distanzgrenzen, Warengrenzen setzen, aufmachen, weil jetzt, wenn der neue Akteur IMA, Integrationsmanager, auftritt plötzlich, ja, 2 Jahre sind wir jetzt miteinander unterwegs, es kommt plötzlich eine neue Struktur, die auch Zuständigkeiten hat, wenn Sie sehen, aus wie sich dieser Personalkörper dann rekrutieren wird, das sind schwerpunktmäßig Menschen, die frisch von der Uni oder der Hochschule kommen, die Quereinsteiger sind, die parallel dazu geschult werden, es wird nochmal schwierig, warum sich da... Was man die beste Rotation von Menschen. Wir werden sehen. Wir neigen keine IMA, es ist eine schwierige Aufgabe. Auch da muss nochmal drum gehen, auch wo ist meins, wo ist das vom IMA, wo dürfen Sie jetzt endlich auch mal abgeben als Ehrenamtliche, wo Sie seit 2 Jahren als kleine Sozialarbeiter, wo wir mit kleinen streiten können,
Sozialarbeiter unterwegs waren, gerade wenn sie in die Anschlussunterbringung gucken. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, würde ich gerne mit Ihnen noch ein paar Beispiele aus einem Workshop, den wir gemacht haben im November im Landkreis Biberach, Fußstadt, Lust im Ehrenamt, und an den Titel merken Sie schon, dass sich atmosphärisch gerade was dreht. Das haben Sie ja insgesamt Angebote zu diesem Thema, das reagiert ja auf Bedarfe, die da sind. Das würde ich noch gerne mit Ihnen anschauen, wenn wir Zeit haben, und dann die Perspektive, wie sieht es denn aus? Steht das Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit, wie es immer so böse heißt, vor dem Aus, oder haben wir doch noch eine Chance? Ich meine, es sieht nicht so schlecht aus. Also, der Befund ist folgender: Die Fluktuation in gesundheitlichen Zeiten und Helfenbereiten, das nehmen Sie sicherlich alle wahr. Am Anfang war ich unterwegs mit den Bürgermarschen, den Auftaktveranstaltungen, 300 Leute gegenüber. Der Hauptamtsleiter hat damals schon gesagt, war in den 90er Jahren dabei, die Zahlen sind nicht realistisch. Ich nehme an, es wird bei Ihnen ähnlich sein, der harte Kern hat sich auskristallisiert. Das sind kleine Gruppen, mit denen Sie da sitzen. Und somit auch alle Aufgaben, auch hier sind wir jetzt nicht besonders. Harte Kern ja, der harte Kern sitzt hier, genau, sind ja auch viele Faschen und Basen. Flächendeckende Supervision bzw. die Forderung danach. Und das hat aus meiner Sicht natürlich damit zu tun, was ich gerade angesprochen habe, die andere Qualität von Ehrenamt. Das fordert Sie sehr, auch emotional. Da brauchen Sie natürlich solche Strukturen. Die fremdenfeindliche Stimmung brauche ich Ihnen nicht erklären. Sie sind, weil Sie Ehrenamt im Flüchtlingsbereich natürlich nicht im Verborgenen tun können. Sie sind mit den Flüchtlingen in der Stadt unterwegs, Sie rennen zu den Ämtern, das ist nichts, was Sie im Verborgenen tun. Sollen Sie auch nicht. Aber ich kriege immer wieder von Ehrenamtlichen die Rückmeldung, das drückt mich schon sehr, wenn dann Aussagen kommen wie: Mein Freundeskreis hat sich komplett durchdifferenziert, seit ich dieses Ehrenamt sichtbar ausübe. Und immer wieder, also wir Hauptamtlichen, weil das ist ein Stück weit auch Berufsrisiko, uns findet man im Internet, wenn Sie uns googeln bei der Caritas, dass wir die entsprechenden Anrufe kriegen, halte ich persönlich ein Stück weit für Berufsrisiko. Aber wenn Sie als Ehrenamtliche, die das in Ihrer Freizeit unentgeltlich und mit viel Herzblut tun, halte ich es für unmöglich, wenn Sie danach auch im Fokus stehen, sich erklären, rechtfertigen oder gar noch entschuldigen müssen, warum Sie das tun. Also, Konflikte mit Verwaltung und die Initiativen und der Helferkreise, das Abarbeiten an den Behörden wird als Frustfaktor Nummer 1 wahrgenommen. Ich bin Baden-Württemberg weit unterwegs, ob ich in Karlsruhe frage oder am Bodensee, es kommt immer das als Erstes. Ich frage 5 Leute, ich kriege 5 Antworten. Ich hatte letzte Woche einen Mann im Büro stehen, der einigermaßen ungehalten war. Ich mach's doch verdammt nochmal, aber sag mir bitte endlich, wer mein Ansprechpartner ist. Ich würde es ja machen, mir ist kein Weg weiter, aber sag mir, wer mein Ansprechpartner ist. Du wachst bewusst, natürlich, schwerpunktmäßig aus dem genannten Punkt. Es gibt immer mehr, das habe ich schon angesprochen, Workshops und Veranstaltungen zu dem Thema Frust, Umgang mit Konflikten, und es gibt die aus meiner Sicht sehr gelungene handreichende Diakonie Hessen mit dem Titel "Wenn Helfen nicht mehr gut tut". Auch daran merken Sie, dass etwas in eine gewisse Schieflage geraten ist. Also insgesamt scheint es so zu sein, dominierender Tenor, die Euphorie ist dem Frust gewichen. Ja, natürlich, wir sind längst, wie gesagt, Bezugspunkt Herbst 2015, wir sind längst aus der Situation der Ad-Hoc-Bündnisse raus, wo sich Nachbarn schnell zusammengeschlossen haben. Wir sind alle jetzt in einer Situation, wo es hochprofessionelle Ehrenamtskreise gibt. Schauen Sie nur hier in diesem Kreis, die haben sich alle eingearbeitet, sie sind alle Spezialisten, Thema Arbeit und was auch immer sie tun. Sie haben sich sehr tief eingearbeitet in die Thematik. Sie sind alle Experten für das Thema. Es gibt eine Studie, das Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung, die BIM von 2016. Und warum bringe ich Ihnen die? Die ist relativ frisch für den Bereich. Die hat ein interessantes Forschungsdesign. Die fragt nämlich zwei Sachen ab. Zum einen fragt sie, wie Helferkreise und Initiativen strukturiert und organisiert sind und wie die verschiedenen Angebote dann auch wirklich bedarfsgerecht ankommen können. Ja, also, das sage ich auch immer zu den Ehrenamtlichen, die ich begleiten darf, klären Sie den Bedarf. Viel Frust hat auch damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass mein Nähprojekt, ich hatte eine Dame im Büro, die war der Meinung, man sollte ein Nähprojekt machen. Dann haben wir bei einem Frauenfrühstück gefragt, da wollte keine Frau nähen. Ja. Ein anderes Mal fragt sie nicht und sitzt dann alleine da. Also Sie müssen immer auch fragen, ist der Bedarf da? Ja. Viel Frust hat auch damit zu tun, dass man einfach nicht fragt, wollt ihr es denn überhaupt? Ja. Und es geht darum, dass diese Studie zu dem Schluss kommt, die fragt dann eben auch, wie es aussieht mit der Arbeitsfülle, die sie natürlich haben, was ehrenamtlich. Die Studie kommt zu dem Schluss, keine generelle Überforderung des Ehrenamts, aber in mehreren Hinsichten Bedarf an Unterstützung. Was diese Bedarfe sind, stelle ich Ihnen im Laufe der Präsentation vor.
Also Sie sehen so schwarz, wie momentan auch überall gemalt wird, so furchtbar ist die Situation eigentlich gar nicht. Dass Sie Unterstützungsbedarf brauchen, steht außer Frage. Das ist die Ursachenkette, die ich Ihnen jetzt mal zusammengestellt habe. Wie gesagt, 2015 war, da können Sie jetzt politisch darüber diskutieren, ob man es hätte kommen sehen können oder nicht, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen. Fakt ist, es war ein Defizit an staatlichen Aufgaben da. Und ich habe die These, dieses Defizit ist immer noch da. Der Integrationsmanager ist jetzt die erste tatsächliche Flüchtlingssozialarbeiterstruktur, die eingezogen wird. Davor, das habe ich Ihnen schon gesagt, es war nur Koordination, die Sie nicht weiterbringen und die Geflüchteten im Endeffekt nicht weiterbringen. Wir brauchen eine Sozialarbeiterstruktur, die kommt jetzt endlich, nach 2 Jahren. In diesem Wenn die Hauptamtliche dazu bekommt, dann ist es schwierig, diese Flüchtlinge auch weiterbringen. Wenn sie nur koordiniert werden, ist das so. Ja? Aber dafür, das gehört leider auch zur Wahrheit, dafür gab es Geld. Für andere Dinge nicht. Und die Flüchtlingssozialarbeit war keine Struktur. Die Ehrenamtlichen, Sie, haben staatliche Aufgaben übernommen. Sie sind in dieses Vakuum hinein. Beziehungsweise Sie haben diese Strukturen überhaupt erst nutzbar gemacht. Denken Sie an die viele Amtstermine, die ohne Sie A, gar nicht wahrgenommen. Der Flüchtling findet den Raum gar nicht. Der Flüchtling ist sprachlich gar nicht in der Lage. Sie nehmen im Prinzip diesen Termin wahr und zu Hause wird immer und immer wieder in einfacher Sprache nochmal übersetzt, was jetzt Inhalt dieses Gesprächs war. Sie kennen das. Ja? Ohne Sie wäre das nicht möglich. Und dann kommt der dritte Punkt, die seelisch-emotionale Integration. Also die Schicksale, die Ihnen da entgegenkommen. Das macht was mit Ihnen, das fragt Sie an, das tragen Sie mit sich herum. Wir wissen aber umgekehrt, dass diese seelisch-emotionale Integration, wie auch ein hauptamtlicher Stichwort professionelle Distanz, so niemals leisten können wird. Hier ist Ehrenamt besonders wirksam. Hier sind Sie sehr, sehr wirksam. Das ist Ihr Ort. Das kann ein Hauptamtlicher niemals leisten, weil der die professionelle Distanz braucht. Dann natürlich die hohe Belastung, Konflikt, Frust, kennen Sie alles, wahrscheinlich zig Beispiele, und die ständig wechselnden Maßnahmen. Wie gesagt, das hier, das wäre sozusagen Ihr angestammter Bereich, hier brauchen wir Sie unbedingt, das kann kein anderer tun, hier sind Sie unvertretbar. Dann geht es natürlich darum, in diesem riesigen Spannungsfeld, hohe Dynamik, brauche ich Ihnen alles nicht sagen, den Platz zu finden. Mit den ganz unterschiedlichen Akteuren, natürlich die Geflüchteten, das Landratsamt in unserem Fall, die Kommune vielleicht in der Anschlussunterbringung, die Behörden, nicht ganz ohne sind aus meiner Sicht auch die Solisten, die irgendwie nirgends angebunden sind, die allein unterwegs sind bei keinem Helferkreis und oft auch die Arbeit des Helferkreises, wer sich ja dann gut vernetzt, oft auch ein bisschen konterkarieren, dadurch, dass sie irgendwie weder rechts noch links gucken und irgendwie dann auch noch unterwegs sind. Ich hoffe, Sie sind in irgendeiner Weise bei einem Träger angebunden, Stichwort Versicherungsschutz und Begleitung, dass Sie auch einen Ansprechpartner haben. Rassismus, Hate Speech macht auch was mit Ihnen, dem müssen Sie sich auch stellen, da bete ich Ihnen auch einen Kalorien entgegen. Hinzu kommen politische Einflüsse, Asylgesetze, die sich ändern und jetzt ganz neu noch der Integrationsmanager, wo wir alle noch nicht wissen, das ist ja gerade schon in den Start gegangen, wo wir alle noch nicht wissen, wie es läuft. Und Sie wissen, auf 2 Jahre befristet, wir werden sehen. In 2 Jahren ist Integration jetzt abgeschlossen, das wissen wir alle. Ich hoffe, dass es so ist, dass das Land Baden-Württemberg, das ist ja wie gesagt das einzige Bundesland, das hier reagiert und eine Flüchtlingssozialarbeiterstruktur einzieht, dass es so ist, dass man diese 2 Jahre nutzt, um zu sehen, wie viel Arbeit hat der Integrationsmanager. Müssen wir da Stelle nachschieben. Ich hoffe nicht, dass es so sein wird, dass nach 2 Jahren der Stopp da ist. Ich glaube nicht, das wissen wir alle, dass nach 2 Jahren Integration beendet ist. Satir. Wie gehen wir jetzt vor im Landkreis Biberach? Wir machen es so, wir glauben, dass Sie, das gehört zu unserem Begleitungskonzept, bestimmte Themen brauchen im Ehrenamt und die bringen wir immer wieder in Helferkreissitzungen ein, die Ihnen Handlungssicherheit im Alltag geben. Wir nennen das Sensibilisierung Ehrenamt, ist ja auch so ein Thema, da wir von Qualifizierung Ehrenamt sprechen, sind ja keine Hauptamtlichen, ich habe Ihnen gerade meine Position dazu gesagt. Wir nennen es Sensibilisierung, weil wir glauben, dass Sie einfach bestimmte Themen immer wieder brauchen. Dazu gehört Nähe und Distanz mein Hilfeverständnis. Wie stark bringe ich mich ein, wie grenze ich mich ab? Dazu gehört die interkulturelle Kompetenz, Trauma, Traumafolgen. Und dann, das muss man auch sagen, da haben wir als Kirche natürlich nochmal einen anderen Auftrag. Wir wissen, dass vulnerable, also verletzliche Personen, und zu diesem Bereich gehören auch die Geflüchteten, von sogenannten tatgeneigten Personen, also Menschen, die zu sexuellem Missbrauch neigen, mit schlafwandlerischer Sicherheit angezogen werden.
Und Caritasverband hat hier eine extra Stabstelle. Wir haben auch von Ehrenamtlichen, die wir begleiten, ein sogenanntes Führungszeugnis vorgelegt bekommen. Das gehört bei uns als Caritasverband zu den Leitlinien dazu. Das ist aber nur ein Mosaikstein. Die Vorlage verhindert noch keine Tat, das ist uns auch klar. Aber das verstehen Sie alle, das sind Fächer. Ich meine, ich kann auch vergessen, auch im Fall bei jedem. Es ist leider nur so, dass diese Zugriffe dann auch immer nach einem bestimmten Schema ablaufen. Das alles dieser Fächer und dann eben auch Transparenzansprechpartner Material bekommen unsere Ehrenamtlichen und diese Themen sind regelmäßig in unseren Helferkreisen Thema, weil gerade auch diese Dinge hier, sexueller Missbrauch und der Übergriff, passiert ja nicht im öffentlichen Raum, aber so ein Asylcafé kann zum Beispiel eine Plattform sein, einen Kontakt herzustellen. Der Zugriff kommt erst später, aber der Erstkontakt wurde sozusagen hier hergestellt. Es geht uns mit diesem Fächer, wenn Sie so wollen, darum, den Ehrenamtlichen Handlungssicherheit zu geben, verschiedene Brillen, zusätzliche Brillen aufzugeben, gewisse Dinge zu sehen, die man so vorher noch nicht gesehen hat. Und ich würde jetzt gern mit Ihnen darüber sprechen, Nähe und Distanz, mein Hilfeverständnis. Sie, ja, eigentlich auf der Folie, vielleicht ist es alles gesagt. Nähe und Distanz hat die Gefahr, also zum einen ist es ein Kontinuum, also etwas lückenlos Zusammenhängendes. Wenn wir über dieses Thema sprechen, geht es nicht darum, ob Sie Ihrem Flüchtling auf dem Schoß sitzen oder nicht, darum geht es mir nicht. Sondern es geht darum, dass in diesem Bereich Nähe und Distanz ja immer auch dann die Rede ist von der guten Distanz und der schlechten Nähe. Und die gute professionelle Distanz und die Ehrenamtlichen, die irgendwie ganz nähe und viel zu nah dran sind. Sie haben gerade gesehen, dass Sie hier unvertretbar sind in der emotionalen Integration. Gerade auch in der Resilienz, also in der Stabilisierung nach einem Trauma oder überhaupt nach Fluchterfahrung. Es geht nur darum, dieses Kontinuum, also diese extremen Pole, auszupendeln. Und glauben Sie nicht, dass das Thema Nähe und Distanz etwas ist, was nur im Flüchtlingsbereich gehört, sondern das haben Sie immer, wenn Sie mit jemandem in Beziehung treten. Das muss noch gar nicht amorös gefördert sein. Aber wenn Sie mit jemandem in Beziehung treten, ist das immer so ein Wechselspiel und muss ausbalanciert sein. Mal sind Sie der Person näher und mal sind Sie weiter weg. Sie lieben Ihren Mann auch nicht den ganzen Tag und hassen ihn auch nicht den ganzen Tag. Also das ist in jeder Beziehung. Es geht also darum, Grenzen wahren, Grenzen setzen und jetzt werden Sie sagen, was schätzt du denn, weiß ich doch alles. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das nochmal bewusst machen. Ich stelle immer wieder fest, wie viele Menschen auch ihre Grenzen so persönlich noch nicht kennen. Ich stelle immer wieder auch in Workshops fest, weil es einfach eine Kompetenz ist, mit der sie nicht geboren sind. Und weil es auch etwas ist, was man so von zu Hause auch nicht mitbekommen hat, so nach dem Motto, man sagt doch nicht nein, das gehört sich nicht. Und was denken dann von mir, wenn ich nein sage? Sie kennen es. Also, kennen Sie Ihre Grenzen? Und die dazugehörige nachfolgend notwendige Frage ist, kommunizieren Sie die auch? Weil Ihre Außenwelt kann im Normalfall keine Gedanken lesen. Es ist schön, wenn Sie Ihre Grenzen kennen, aber Sie müssen es auch der Umwelt kommunizieren. Also, wenn Sie sie noch nicht kennen, wären so, wie soll man sagen, sondieren, ich glaube, das Wort darf man nicht mal nehmen, ich brauche. Man muss irgendwie auch spüren, wo ihre Grenzen liegen, wenn sie es noch nicht wissen. Und da könnten Leitfragen sein, was kann ich tolerieren, akzeptieren, wobei fühle ich mich und womit fühle ich mich wohl oder unwohl und gestresst, das merken sie ja immer. Und wenn sie schon im Ärger sind, dann sind sie schon viel zu weit. Das merken sie übrigens auch sprachlich. Ich selber habe auch von Englisch studiert und habe Spaß und Sprache. Ich ärgere mich. Das machen sie. Der andere ist längst über alle Berge und sind vielleicht das Problem gar nicht. Sie ärgern sich, ist etwas bei sich. Und wenn Sie schon im Ärger sind, können Sie sicher sein, dass die Grenze nicht nur erreicht, sondern schon überschritten ist. Also Ärger ist ein ganz, ganz sicherer Indikator dafür, dass Ihre persönliche Grenze überschritten wurde. Also, wenn Sie es noch nicht wissen, nutzen Sie das. Oder fragen Sie mal andere, wenn Sie auf gewisse Dinge gereizt sind, so reagieren, ist ein sicherer Indikator. Also, eine notwendige Haltung in der Asylarbeit, Grenzen wahren bei den Geflüchteten. Sie gehen hoffentlich auch nicht in eine Gemeinschaftsunterkunft, stellen immer wieder fest, da braucht man ja nicht klopfen, zack, rein und guten Tag. Nein, Sie klopfen dann hoffentlich genauso in der Gemeinschaftsunterkunft an der Tür. Da merken Sie, wie sich auch was verschiebt. Ja? Also es geht zum einen um das Grenzen wahren, ich möchte aber mit Ihnen heute das Grenzen setzen und dann auch die Grenzen persönlich zu schützen, dass Sie sie einhalten. Also es ist ein Konzept, das man lernen und üben muss, das habe ich schon gesagt. Sie kommen mit dieser Kompetenz nicht auf die Welt. Und glauben Sie nicht, dass Grenzen setzen und die auch zu verteidigen, sich selbst zu schützen, etwas ist, was Beziehungen hemmt. Das ist oft auch so ein Grund, warum Menschen sich nicht trauen, Nein zu sagen, also die niederste Schwelle an der Grenze zu setzen. Menschen haben Angst, wenn ich die Grenze setze, die
Vertrag nicht mehr tragfähig, endet dann hier. Das Gegenteil ist der Fall. Gesunde Beziehungen leben von dieser ausbalancierten Nähe und Distanz. Kennen Sie Ihre sogenannten Red Flags, also Ihre Warnsignale, Ihr Frühwarnsystem? Ich werde Ihnen nachher noch was aus dem Workshop zeigen, wie sowas aussehen kann. Kennen Sie Ihr Frühwarnsystem? Ich habe Ihnen gerade zwei Leitfragen gezeigt. Und kommunizieren Sie klar Ihre Grenzen. Indem Sie Nein sagen lernen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich habe zum Beispiel ein Ehepaar, zwei pensionierte Lehrer, die haben grundsätzlich freitags, haben sie am Anfang so kommuniziert, freitags ehrenamtsfrei. Frau Martin, da brauchen Sie mich gar nicht anrufen, freitags haben wir ehrenamtsfrei. Hört sich zunächst skurril an, aber die haben sich einen Tag in der Woche wirklich geblockt, wo sie an kein Handy gehen. Und also das sehen Sie, es muss gar nicht immer der große Wurf sein, es sind Kleinigkeiten.